Hallo und herzlich willkommen zu Watchlist. Bei uns läuft ja die Quartalsberichtssaison noch auf Hochtouren. In den USA haben die wichtigsten Unternehmen aber schon geliefert. Und besonders interessant ist es natürlich, wer kann sich im Vergleich zum Vorjahr besonders gut behaupten. Deshalb habe ich heute in der Watchlist die Wachstumsmonster aus dem S&P 500. Diese Aktien haben im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahr das stärkste Umsatzwachstum hingelegt. Und sozusagen auf Platz 5 ist TripAdvisor. Das Unternehmen kennen Sie vielleicht. Man kann dort im Internet ganz viele Hotelbewertungen ansehen. Man kann auch selber welche abgeben und so dann mit Empfehlungen von anderen Leuten eine Reise planen. Das Umsatzwachstum bei TripAdvisor ist um 38% im letzten Quartal gestiegen im Vergleich zum Vorjahr. Also das kann sich definitiv sehen lassen. Hier hinter mir sehen Sie jetzt die Aktie von TripAdvisor und Sie können auch erkennen, dass sich da jetzt ein Widerstand rausgebildet hat, so ungefähr bei 62 Euro. Also da ist die Aktie immer wieder drauf hingelaufen, aber sie hat es bislang noch nicht geschafft, da drüber zu klettern. Sollte das gelingen, dann wäre der nächste Widerstand dann bei dem früheren Allzeithoch, das liegt um die 80 Euro. Und kommen wir jetzt zu einem weiteren Unternehmen, wo der Umsatz ebenfalls im letzten Quartal kräftig ansteigen konnte, Electronic Arts. Das ist ein Spielehersteller aus den USA und nach eigenen Angaben ist das Unternehmen auch weltweiter Marktführer. Das Unternehmen produziert beispielsweise Sims oder Battlefield. Vielleicht ist Ihnen das auch ein Begriff, wenn Sie ein Zocker sind. Also jetzt schauen wir aber erstmal auf das Unternehmen. Im letzten Quartal 39% Umsatzwachstum. Das ist doch auch ein sehr guter Wert. Und hinter mir sehen Sie jetzt auch die Aktie von dem Unternehmen. Das Allzeithoch, das wurde im Jahr 2005 erreicht und es lag bei 54 Euro. Und jetzt können wir auch schon erkennen, dass wir gar nicht mehr so weit davon entfernt sind. Also im Moment kostet die Aktie 48,55 Euro. Und Sie sehen auch hinter mir noch mal einen schönen Jahrestrend, also einen schönen Aufwärtstrend, den wir da im letzten Jahr gesehen haben. Und sozusagen auf Platz 3 in der Watchlist ist Facebook. Und auch die letzten Quartalszahlen konnten sich sehen lassen. Also das Unternehmen hat den Umsatz um fast 50% gesteigert im Vergleich zum Vorjahr. Und das ist insbesondere durch höhere Werbeeinnahmen gelungen. Und viele Analysten sind auch zuversichtlich für das Unternehmen, denn Facebook hat jetzt die AGBs aufgelockert. Datenschützer kritisieren allerdings diese neuen AGBs. Aber Fakt ist auch, dass Facebook jetzt noch mehr Geld mit Werbeeinnahmen in der Zukunft erzielen könnte. 2012 war ja der Börsengang von dem Unternehmen und die Aktie hat sich ziemlich gut geschlagen. Also vor allem im letzten Jahr ging es stark bergauf. Da konnte die Aktie ungefähr 65% zulegen. Und auf Platz 2 in der Watchlist ist Prudential Financial. Das ist ein Versicherungsunternehmen aus den USA. Sitz ist in New Jersey und 1875 wurde dieses Unternehmen gegründet. Im letzten Quartal ist der Umsatz um 115% gestiegen im Vergleich zum Vorjahr. Schauen wir noch mal auf die Aktie von dem Unternehmen. Die kann sich ja doch eigentlich auch ganz gut sehen lassen. Allerdings hat sie zuletzt so ein bisschen geschwächelt. Also da sehen Sie hier, sie ist so ein bisschen zurückgekommen seit Jahresbeginn. Im Moment liegen wir jetzt bei 69 Euro. Und mal schauen, wie es da weiterging. Auf jeden Fall haben die letzten Zahlen ziemlich gut überzeugt. Da konnte die Aktie dann auch wieder leicht ansteigen. Das war am 5. Februar gewesen. Und da sehen Sie auch im Chart diese ganz kleine Aufwärtsbewegung. Und auf Platz 1 in der Watchlist ist das Unternehmen Gilead Sciences. Das ist ein Pharma- und Biotech-Unternehmen aus Kalifornien. Und es ist führend bei der Entwicklung von AIDS-Medikamenten. Das Umsatzwachstum des Unternehmens im letzten Quartal, das kann sich wirklich sehen lassen, 134% im Vergleich zum Vorjahr. In den letzten 2 Jahren ist die Aktie gewaltig gestiegen, um fast 500%. Jetzt sehen Sie hier nochmal den Jahreschart. Also auch da können Sie schon diese unglaublich schöne Aufwärtsbewegung des Unternehmens erkennen. Und das war die Watchlist für heute. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen.